Und willkommen zurück hier bei Galactic Civilizations 3. So. Ja, wir haben hier da oben das Problem, dass da irgendwo eine Feindflotte ist. Und, Den da hier wollte ich. Na gut, halt, Moment, das sind ja Defensivsysteme. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Okay, Raketenabwehrsystem braucht noch eine Runde. Ich würde einfach sagen, das nehmen wir einfach mal hin. Ihr dürft da rein. Ihr bleibt mal da. Das sind meine Konstruktoren, die ich für oben benötige. Einen hätte ich da gerne noch. Der wird, glaube ich, hier drinnen gebaut, ne? Ja, ja, das sieht so aus. Okay, passt. Beschleunigtes Wachstum für offene Grenzen für 50 Runden. Bist der dämliche, kleine, miese Grinsebacke. Aber okay, das akzeptieren wir. Habe ich bei euch nicht gesagt? Pass. Passt schon, so mäßig. Da oben bitte gucken. Da. Die sind nicht mehr so ganz sauber. Okay. Dann hätte ich gerne hier Verteidigung und das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, das kann ich gleich schon mal sagen. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie war das, wenn die Schiffe da drinnen sind. Die sind schon... Ich wollte schon sagen, schwer beschädigt. Das sind sie leider nicht. Wir gehen mal da rein, dann wissen wir was. Starbase aufrüsten. Tiefen des... Ah, das Xenolabor. Okay, ich hätte das jetzt natürlich dort oben machen können, ne? Ihr seht, Witz, was das, also da oben werden wir es dann sehen. Ja, also ist jetzt so die Frage, die ist ja am untersten Ende. Schilde, passt schon. Ich meine, es dauert ja auch noch eine Runde, ehe das Ganze dann soweit ist, ne? Es wird doch lustig werden. Ihr seid, glaube ich, ja meine selbstgebauten Schiffe. Die Holies, okay. What the heck ist Illyrium dort unten? Antimatter, das da oben ist noch ausgebaut. Oh, wir haben noch so viel zu tun hier. Ihr fliegt auf alle Fälle mal darüber. Fliegt dahin. Wir wollen mal gucken, ob wir dann da noch Planeten haben. Forschung. Okay, sehr schön. Wählt die neue Technologie. Schwierig. Ja, es wird Zeit, dass wir hier bei den Waffen in das Zeitalter des Krieges hineinkommen. Zeitalter des Krieges. Hallöchen, Mensch. Schiffswerft wartet. Ich will gerade mal was überprüfen. Nehmen wir mal den Holy. Warum meine Maus echt? Also, braucht man eine neue. So, und zwar, ich wollte mal einfach wissen, wie weit ich mit Waffen raufkomme. 10, 12,
Dafür machen sie Schaden 3 gegenüber 2. Es interessiert mich. Moment mal, du hast doch da schon überall die Waffen dran. Stimmt, ich benutze ja das Design. Alles gerade mal weg. Alles gerade mal weg. Hier, das machen wir kurz, fix und schnell neu. Ein Antrieb. Wir brauchen einen einigermaßen schnellen. Hierhin. Dann brauchen wir natürlich. Brauche ich Thruster? Schlecht ist es halt nicht, dann können wir uns einigermaßen fix bewegen. Kriege ich hier diesen Punkt? Okay. Das wäre geschafft. Dann bitte mal die Waffen. Particle Beam. Auf die machen 4 Schaden, kosten allerdings 16 Platz. Genau, das waren die Illyrium, die will ich gar nicht. Die kosten 9, machen nur 2. Ich könnte das ja auch machen, ja? 11 macht 1 Schiff Schaden. Dafür hat er keinerlei Panzerung. Das gefällt mir nicht wirklich. Deswegen machen wir den Laser weg. Der war ja eh falsch. Gib mir mal. Panzerung. Was kostet 12? 12. Es sollte einigermaßen gut ausgehen. Aussehen. Also, das ist schon komisch, wo hier der Ankerpunkt ist für das Ding. Okay, speichern. Was ist dann der Laser? Piu, piu. Laser. Piu, piu. Nein, 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 nein. Großbuchstaben, die dann nochmal groß machen. Okay, fertig. Hab ich jetzt irgendwo eine Schiffswaffe, die leer ist? Hier, zum Beispiel. Gib mir mal den Laser. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mach mal 6. Ich glaube, aber 6 kriege ich nicht rein. Ihr macht gar nichts. What the heck? So schnell? Strahlenreichweite? Lustig, Strahlenreichweite plus 10, Strahlenreichweite plus 20. Ist in Ordnung, nehme ich gerne. Ah. Toll. Ah. Ja, komm, wir machen eine Mini-Tourisierung. Crash Car? Also das ist die zweite Folge. Ja. Die zweite erstellte. Ah ja, okay, meine Einheiten kämpfen mit. Die zweite erstellte Spezies, die von Crash Car kommt. Derjenige, der mir auch das da hier gemacht hat, sollte man kennen mittlerweile aus den Borderlands-Videos, wenn man bei unten mit dazu guckt. Do you are fighting, meeting und mach ich du kaputt? Yes, baby. War geht besser als gedacht.
Ah, komm schon! Ja, die kämpfen jetzt zu weit weg von der Station, ja. Die Reichweite. Der Reichweitenvorteil ist nicht da. Vor allem, dass meine da irgendwo links, rechts wegschießen. Schlecht. Oh. Ja, ich hoffe halt, dass meine Schiffe, meine neuen, ein bisschen besser sind. Eigentlich müsste ich sie mit der Panzerung ausstatten, um seine locker und lässig den Schaden wegzudeffen. Ja, das wäre sehr, sehr wichtig. Was allerdings nicht so der Fall ist. Oder ich muss halt schauen, dass ich sie auf Distanz halte. Deswegen nehme ich die Laserwaffen. Und er kann dann hier mit seinen kinetischen Waffen, die er da einfach hat, ja, machen, was er will. Ja. Er muss recht nah ranfliegen. Ich hätte ja auch so machen können, mal die ganze Zeit. Trefferpunkte ist in Ordnung. In Reichweite, ja, da ist nichts in Reichweite. Er hat noch meinen Holy Pala hier im Ding, aber er hat ihn schon im Target. Und ja. Jetzt dauert's halt. Können wir aber die Geschwindigkeit etwas näher ranholen. So, jetzt ist die Frage, überlebt es nicht? Come on! Halt, 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 lass mich da näher ran! Was das knapp war! Okay, der ist ja da drüben, die Ratte. Von daher, passt das schon. Okay, ja, was heißt, passt das schon? Ja, also kann man ja so heute um die sagen. Nee, 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 dich wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Die hier. Gehen. Hier hin. Das werden wir auflösen. Genau, weil die Military muss weg. Die wird eh wahrscheinlich beschädigt sein. Ja, 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 ja. von daher, okay. Du darfst hier noch ein bisschen gucken. Perfekt. Ah, du darfst da gar nicht so nah ran, du. Ne, dann machen wir den dahin. Dann haben wir hier die beiden Antimatter drin. Starbase aufrüsten. Wir sind immer noch bei unserer Xeno. Wir haben Schilde aufgebessert. Ah ja, seht ihr, das ist gut. Das werden wir wahrscheinlich dann oben mal da auch machen, dass wir hier die Verteidigungssysteme nach oben holen. Und dann ist gut. Ja, du müsstest eigentlich nicht mehr nach unten senden. Ne? Du. Was baust du eigentlich? Nee, du baust gar nichts. So war das, ne? No. Sammelpunkt festlegen. Homeland Starbase 1. Sammelpunkt. Homeland Starbase 1. Zielort einstellen. Dann komm mal her. Du wirst weitere Constructor bauen. Du kannst schon direkt dorthin fliegen. Ich glaube, ich habe ja nur noch diese beiden, ne? Ne, da ist auch noch einer. Du bist abgeschalten. Die schalte ich mal ein. Was für eine Starbase haben wir denn da? Ja, da haben wir noch einiges an Module frei. Du warst bei Taut, ne? Das ist kein Problem. Transporter. Erstmal jetzt Schiffe konstruieren, dass ich hier den Feind vernichten kann. Und dann werden wir den Rest sehen. So, Starbase Taut. Starbase 1. Einstellen. Okay, Kolonie verwalten. So. Na, das ärgert mich. Ah, das so blöd sein kann, ey. Einzigartige Gebäude natürlich.
dafür zu denken, ach ja, das wird schon. Passen. Ich komme gleich drauf zurück. Einen Moment. Da drüben wäre jetzt ist natürlich etwas geschickter. Unterhaltung brauchen wir nicht. Unterhalt. Ein Krünntempel. Einflusswachstum. Ich glaube nicht, dass ich zu Hause viel ein das brauche. Würden die halt auf Stufe 2 kriegen. Shopping? 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 Ich mache hier ziemlich viel Shopping, ne? Ja, Tourismus, ich brauch's halt nicht. Das ist blöd. Oh, das wäre cool. Da, komm. Mach eine einfache Fabrik dorthin und dann können wir den Planeten dann auch machen lassen, was wir wollen. Respektive dann auch Starbase Schiffschaft supporten lassen. Okay. Du. Was parkt denn eigentlich hier? Ach, der da. Du. Wärst einfach mal. Du bist immer noch dieser Unwichtige. Das ist mir egal. Wo habe ich eigentlich Crush Car jetzt getroffen? Das fehlt mir noch so ein klein wenig, dass man mir das zeigen würde. Wo ist eigentlich mein Untersucher? Nee, Holy. Holy Moses. Holy. Untersucher. Okay, ihr seid doch die Richtigen. Ihr braucht nur Wengele. Ihr macht nichts. Du hast die ehrenvolle Aufgabe. Ach, da kommt da nicht nah genug ran, ne? ja. Wir haben eine mysteriöse Hardware gefunden. Strahlenwaffen. Minitarisierung. 25%. Das ist aber jetzt nicht die Forschung, die wir haben. Ein Fischschwarm ist auf diesem Planeten. Ja, wir nehmen natürlich erbarmungslos. 20% Verteidigungsbonus. Holy Moses. Ich warne die Fische, dass wir in diesem Bereich des Alls nicht besonders beliebt sind. ja, waren die Fische davor? Ah, okay, cool. Da werden wir dann hier drum die Fabrik machen. Der Planet gefällt mir hier übrigens schon mal sehr gut. Sprich, das Solarkraftwerkanlage machen wir dahin. Dann kommt also hier nochmal so eine hin. Alle anderen Planeten sind hässlich im Vergleich. Der Planet ist jetzt schon hässlich, aber ist ja egal. Wir werden einen Xenobauernhof hier und hier hin machen. Wir werden noch den Bereich dann später holen. Und dann schauen wir mal. Ah! Frame, was ist los? Wir fliegen mal da rauf. Rein theoretisch ist die Idee... Ah, okay, das war daher, klar, logisch. Wir haben eine Strahlenwaffe-Miniaturisierung schon wieder bekommen. Eine mysteriöse Kugel, die durchs All fliegt, scannt euer Forschungsschiff und zerstört sich plötzlich selbst. Ah ja, da, klar, logisch. Ha, der hat erkannt, zu wem die Flotte gehört. Im Nachhinein zeigt ein Crewmitglied, das als Intellektueller ihr weniger begabt ist, unverhofft bemerkenswerten Scharfsinn. Ah, also wurde aus einem Kevin ein Kelvin. Er ist böse, ich weiß. Sorry.
Ihm gelingt ein erstaunlich technologischer Durchbruch, doch sein Kopf explodiert. Das ist nicht so toll. Dann wäre ich lieber wirklich blöde. Leider, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, leider, im wahrsten Sinne des Wortes. Wow. Ich habe einen brillanten Einfall. Bam. Toll. Hätte er nicht den. Ja. Oh, dann können wir aber zumindest sehen, wie die Schiffe sich schlagen. Schön. Wow. Das hat jetzt mein Schiff auch voll interessiert. Ich habe zumindest gedacht, zu schießen und das Schiff dann so auf einen Schlag. Bam. Das war es falsch. Ich habe auch das da geguckt. Cool. Ach ja. Wir bekommen einen Verteidiger M2. Gib niemals auf. Packen wir einfach mal mit rein. Warum denn nicht? Ach so, stimmt. Ich wollte gerade sagen, warum war ich so blöd und habe die Station dahin gesetzt, wenn ich da oben Uranium habe. Da unten farme ich auch das Uranium ab. Und da unten die Base sollte dann natürlich auch noch abgeerntet werden. Aufgewertet werden. Mein Gott. Ihr macht nichts. Die Strahlenwaffenmilitarisierung ist fertig. Sorry. Jetzt, da wir ja etwas kleinere Waffen haben, könnte man sich ja überlegen. Ob wir nicht hier erstmal die Strahlenwaffen machen. Also ich habe halt vor, Strahlen und Kinetik zu machen. Disruptor. Na. Disruptor hört sich cool an. Du bist hier. Ihr könnt es mit denen anliegen. Start. Machen wir mal Cinematics. Der schießt einfach aus. Ich baue die Mitte und schießt da einfach mal da raus. Also das Schiff wird es wahrscheinlich nicht überleben. Doch. Ich glaube, die Anzeige ist so ein klein wenig buggy, hä? Nur ein klein wenig. Hierauf in der nächsten Runde. Da. Warum kann ich eigentlich nichts anderes anklicken, hä? Immer wie so ein Crash da. Bäh. Wenn ich dich finde, mache ich dich wieder. Weil normalerweise, wenn sie sich hier so rot auffüllen, sieht man, wenn keine Trefferpunkte mehr. Genau, ich wollte nur sagen, eines meiner müsste nämlich kaputt gehen. Ich habe noch keinen Repair Sanctions dabei. Sollte ich vielleicht mal machen. Das sind ja eh nur, glaube ich, die Parler 2, ne? Ne, 3. Ich finde das so schön, dass die ab und an auch wirklich irgendwo hinschießen, wo keiner ist. Hey, guck mal, der kommt. Macht schneller. Spielt nicht mit eurem Essen. Okay. Passt. Er hier. Jetzt sind wir sie beide drinnen. Passt. Starbay. Genau, da. Es passt schon. Die Grafiken hängen gerade. Das ist super. Ich meine, in der Nähe eines schwarzen Loches, umgeben von einem Nebula, Nebel, ist das auch echt eine saugeile Angelegenheit. Okay, ja, Bruttoeinnahmen. Wir brauchen mehr Geld.
ein Schiff wartet. Ja, du wartest auch weiterhin. Ihr... Ja, wir gucken einfach mal vorsichtig durch die Gegend. Piraten? Fliegt da rein. Da hätten wir dann einen weiteren Planeten, den wir kolonisieren können. Wie sieht's da oben aus? Es ist mal Ruhe. Unter Umständen war das auch so ein bisschen nur... Klasse 15 Planeten. Tiefen des Alls 3, ich nehme mal an, du wirst das sein. Ja klar, logisch, du hast ja noch gar nichts drin, das musst du sein. Dann passt das schon. Na? Schneller Kampf. Sehr gut. Meine haben es überlebt. Ja, das ist ein bisschen... Naja, ein bisschen hat es gekostet. Noch eine Starbase. Schneller Kampf. Auch das haben sie überstanden. Nein! Oh, 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 oh. Das ist natürlich dann nicht so gut. Kultureinnahmen. Im Prime System. Ja, rein theoretisch müsste ich ja jetzt sagen. Größern. Laser Pew Pew, Design benutzen. Genau, jetzt habe ich nämlich wieder Platz drauf und könnte ihm mehr Hull Plating geben. So, dann haben wir 16. Auf der anderen Seite. Noch so ein Particle Beam. Den machen wir auch nicht übertrieben. Wenn es nicht so recht. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, der ballert mir ihr alles weg. Ich krieg halt nur einen drauf, ne? Hätte ich Platz. Wir rüsten ihn mal so langsam, aber sicher mit allen möglichen Schilden aus, dass er so ein bisschen was aushält. Genau, komm, das ist eher besser. Und dann das da hier beim nächsten Mal. 6 Punkte hättest du noch. Ich glaube, was Kleines passt nicht drauf. Haben wir hier was von den Service-Modulen? Ja. Die Reichweite des Schiffs mal zu erhöhen, ist wahrscheinlich nicht so verkehrt, ne? Und wenn beide schon 6 kosten, dann ist es ja egal. Speichern MK1. Machen wir das mal so. Der kann auch meinetwegen jetzt mal so heißen, das ist mir egal. Use 3, 4, 5, 6. Fertig. So, meine Freunde. Ihr fliegt mal rauf. Ihr werdet nämlich dem da oben mal für Trouble sorgen. Was seid ihr? Ihr seid die hier. Ja, wir müssen echt enorm weit fliegen, um bis dorthin zu kommen. Wo sind denn eigentlich meine Constructor? Exzellente Frage, gell?
Ich guck gerade, ob ich irgendwo ein grünes Symbol sehe, so ähnlich wie hier. Ja, ich wollte jetzt nicht auf dem Planeten. Sind die mir ab? Das ist nur einer, gell? Hier. Also entweder. Das sind nur die hier. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Okay, ihr geht mal auf das Konjunkturprogramm. Und wenn sie im Konjunkturprogramm sind, so wie Homeworld, da weiß ich ja, der baut keine Schiffe oder so. Können wir eigentlich mal direkt umstellen? Fertig. Dass wir da ein bisschen Einnahmen reinkriegen. Ich weiß echt nicht, wo die Flotte hin ist. Okay, ich weiß es. Ich weiß es. Deswegen waren das keine 6. Das hätte mich nämlich jetzt... Okay, ich meine, das ist jetzt auch nicht schlecht, wenn die da... Ja, nö. Toll, super. Jetzt kann ich die suchen. Die hier. Ja, wobei, komm. Kriegst du Partikelstrahl dazu, dann kannst du die Gegner schon mal, wenn sie in einigermaßen in der Entfernung sind, angreifen. Okay, dann schauen wir mal, dass wir so langsam aber sicher unser Herrschaftsgebiet dort oben ausbauen. Ich möchte dort oben eine Schiffswerft haben, dass wir hier die langen Flugwege weg haben und na, dann können wir ja mal gucken. Das mag das Spiel gar nicht, hä? Dass wir den da hier mal etwas auf den Zahn fühlen. Wenn er schon so böse ist zu mir, ne? Okay, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.